Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe der Sendung Newsartig hier auf Unart Live TV. Wie immer beginnen wir mit den Neuveröffentlichungen der nächsten Zeit. Als allererstes habe ich hier auf dem Ticker Gothic Visions Nummer 4 kommt. Und zwar am 17.05. erscheint Gothic Visions als CD plus DVD, 19 Tracks auf CD und 104 Videos auf der DVD plus 35 Songs auf DVD. Insgesamt werden euch hier über 500 Minuten Unterhaltung geboten. Da ist außerdem natürlich auch für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Gothic Wave, Cold Wave, Dark Rock, Electro Wave, Minimal, Indie, Dark Electro und eine ganze Menge mehr an Genres. Ja, also freut euch auf diese Compilation. Da ist unter anderem drauf Dolor, Lava, The 69 Eyes, The St. Paul, die Perlen, Chrome und noch viele weitere. Zusammengestellt wurde das Ganze wieder einmal vom Label Echozone, das mit dieser Reihe schon so manch tollen Sampler unter die Menschheit gebracht hat. Also greift zu. Die nächste Veröffentlichung, die ich jetzt ankündigen kann, ist von Solitary Experiments. Da gibt es nämlich am 17.05. die EP Trial and Error als Limited Edition. Dort erwarten euch, also hierauf erwarten euch 11 Tracks. Und ja, was kann man dazu sagen? Die Herren aus Berlin und Brandenburg haben wieder einmal fleißig an neuem Material geschraubt. Und so könnt ihr euch direkt auf zwei Veröffentlichungen in diesem Jahr nämlich freuen. Die erste ist die nun bald vorliegende EP, die erste Klänge vom kommenden neuen Album Phänomena enthalten wird. Die EP ist auf 1000 Stück limitiert und zudem noch handnummeriert. Die Release-Party dazu findet beim 22. Wave-Gothic-Treffen statt, genauer am 18.05. im Darkflower zu Leipzig ab 20 Uhr. Klaus Larsen veröffentlicht auch direkt doppelt, und zwar am 17.05. erscheinen Yes, I'm Limited Nummer 5. Nee, Nummer 6 von Leather Strip und Execution von Klutai als Re-Release. Ja, manchmal muss man hier doch ein bisschen näher lesen. 20 Songs vom Leather Strip und 23 Tracks von Klutai auf jeweils zwei CDs. Pünktlich zum WGT können sich also die Fans des Dänen wieder einmal mit neuem und neuem schräger alten Material versorgen. Die Yes I'm Limited erscheint als exklusives Digipack auf 500 Exemplare limitiert. Die enthaltenen Tracks sind zum Teil bisher unveröffentlicht. Also ein Muss für alle Freunde von Klutai und Leatherstrip. Ein weiteres limitiertes Werk kann ich jetzt auch wieder ankündigen, und zwar von Foretaste. Da erscheint am 17.05. American Terrorist TV Show als Limited at VIP Edition. Hierauf erwarten euch 12 Songs. Das Stückchen ist auch auf 300 Teile weltweit limitiert, bereits im Vorverkauf fast ausverkauft, also schnell zugreifen. Es gibt nur noch wenige Anbieter, die verfügbare Exemplare haben. Ja, das französische Synthpop-Projekt bietet euch hier Neuaufnahmen bereits existierender Tracks. Außerdem könnt ihr euch auch auf zwei neue Werke freuen, die es vorher noch nie auf CD gab. So, und endlich ist auch das Album von Gothminister da. Am 17.05. erscheinen Utopia und Utopia Limited Edition. 13 Tracks auf der normalen Version, 13 Songs plus 20 Videos bei der Limited Edition. Auf CD plus DVD, ja. Lange haben die Fans der norwegischen Band auf die Scheibe gewartet, aber nun kann zu neuem Sound wieder ordentlich abgefeiert werden. Die DVD der Limited enthält einen Kurzfilm, die Idee zu diesem Album aufzeigt. Sänger Björn Alexander Brehm hat seine Albträume und sein Leben vertont am Tage. Anwalt und nachts der untote Gothminister, sozusagen Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Aber seht am besten selbst, wie er das Ganze für euch so darstellt. Außerdem könnt ihr euch auf der DVD einen Horror-Konzertmitschnitt ansehen. Freigegeben ist diese Edition ab 16 Jahren. Das Ganze erscheint im Übrigen bei AFM Records. Die nächste Ankündigung, die ich machen kann, ja, da sind Hilalyn Flowers nach einer Pause wieder da. Und zwar am 17.05. erscheint White Me In, Black Me Out. And White Me In,
Black Me Out Limited Edition. Ja, gehört zum guten Ton mittlerweile, die Limited Edition. 11 Tracks auf normale CD, 24 Songs auf 2 CDs. Nach 3 Jahren ist das italienische Elektro-Duo nun wieder für seine Fans da und präsentiert hier ebenso neue Klänge. Ja, es ist das dritte Album von Noemi und Max. Die beiden zeigen hier, dass sie noch düsterer können als bisher immer. Die Sounds sind ausgefeilter und zugleich intensiver, als der Fan je zuvor gehört hat. Die Musik hat fast filmischen Charakter, aber hört da selbst. Die Limited-Version erscheint in einer Deluxe-Karton-Box mit tollem Design und Wireless Survivors als Bonus-CD. Hierauf erwarten euch tolle Coverversionen von The Ramones oder auch Rolling Stones und gelungene Remixe von Inertia, Implant und anderen. Im Übrigen erscheint das bei Alpha Matrix. Ja, alte Helden kommen wieder zurück, und zwar spreche ich hierbei von Visage. Da gibt es nämlich eine EP und die erscheint am 17.05. Mit dem Namen Shameless Fashion. 10 Versionen des Titeltracks erwarten euch hier drauf. Also, und ja, was kann man als Hintergrund sagen? Nach ganzen 29 Jahren meldet sich die Kultband aus den 80er Jahren wieder bei den Fans zurück. Sänger Steve Strange und seine Kollegen bieten euch hier eine Klangvielfalt, die nur durch einen Song erreicht wird. Sowohl textlich als auch musikalisch ist da viel Abwechslung geboten, da auch deutsche, italienische, französische und japanische Lyrics dabei sind. Und das ist noch nicht alles. Wenig später erscheint dann noch das Album Hearts and Knives. Haltet hier also die Augen mal offen. Ebenfalls am 17.05. ist die nächste EP gestrandet. Nein, Supercraft sind gestrandet. Oder wie schreibt die Redaktion? Am 17.05. kommt die EP Stranded in den Handel. So. 11 Tracks erwarten euch hierauf. Das norwegische Synthpop-Duo meldet sich mit dieser EP zurück. Obwohl Thomas und Geir oft mit den Bands wie Apoptykma, Berserk oder Depeche Mode verglichen werden, sie bleiben sich immer selbst treu und ja, kreieren ihren eigenen Sound. Seit 2007 gibt es diese Band schon, und mit der nun vorliegenden EP geht es weiter mit diesem Projekt, und der neue Ausblick klingt echt gut. Auch am 17.05. erscheint von Nordar Hass. 12 Songs wird es hierauf geben, und wer auf fetten IBM-Sound steht, ist mit dieser Scheibe genau richtig bedient. André S. und Chris Dupont haben wieder ordentlich an den Knöpfen gedreht und für euch viele neue Highlights produziert. Aggressive Lyrics und harte Beats, das pustet eure Gehörgänge ja, schön ordentlich durch. Einen Song des Albums könnt ihr euch auf der Soundcloud-Page der Band bereits kostenfrei downloaden. Im Übrigen erscheint diese VÖ bei emo.biz. Als spannenden Sound tituliert hier die Redaktion auch wieder die nächste Veröffentlichung von Mindless Self-Indulgence. Am 17.05. erscheint How I Learned to Stop Giving a Shit and Love Mindless Self. Schöner kurzer Name für die Platte. Also es sind 14 Lieder insgesamt darauf. Das New Yorker Projekt bietet euch seit 97 eine wilde Mixtur aus Punk, Hip-Hop und elektronischen Klängen. Seither wächst die Fangemeinde von Album zu Album, und euch und auch dieses Mal wird es wohl viele neue Hörer auch begeistern. Nach eigener Aussage zeigt die Formation ihr wahres Ich, und das Abschlussstatement ist hier Fuck the Rest. Das Album erscheint bei dem Label Metropolis. Alien Sex Fiend stehen zwischen Gut und Böse. Da kommt nämlich am 17.05. Between Good and Evil auf den Markt mit 16 Tracks. Das Label Pressplay bietet hier für den Fan der Kultformation eine neue Compilation für einen schmalen Euro. Mit Alien Sex Fiend hat die Gothic-Szene in Großbritannien unter anderem ihren Anfang gehabt. Viele Hits sind heute immer noch Kult, ganz klar. Findet ihr natürlich findet ihr hier Songs wie Ignore the Machine oder auch I Walk the Line. Jeder Fan sollte also zugreifen. Lasst euch in die alten Zeiten noch einmal mitnehmen.
Von The Fall gibt es am 17.05. auch was Neues, nämlich CD und LP auf einen Schlag. Da erscheint nämlich Remit und Remit LP Edition, jeweils 12 Songs. Ja, Avantgarde-Rock, das bietet die britische Formation bereits seit 1976. Nun bringt die Band um Mark E. Smith einen neuen Silberling heraus, die unter anderem den Track Sir William Ray enthält. Der bewährte Sound wird hier mit neuen Elementen ein wenig aufgefrischt und das tut dem Ganzen mächtig gut. So hört es euch also auch an. Erscheint als CD und auch als LP und ja, wurde also an die Freunde des Vinylklanges hier auch gedacht. Ebenfalls auch eine Vinylversion wird es von The National geben. Am 17.05. erscheint Trouble Will Find Me und Trouble Will Find Me als LP Edition. Jeweils 13 Songs. Die LP Edition ist, also enthält CD und LP. Somit erhaltet ihr das Album gleich doppelt. Die New Yorker von The National machen nun 3 Jahre nach der letzten VÖ wieder von sich reden. Die Songs sollen nach eigener Aussage intuitiver und direkter sein als alles bisherige. Es ist das 6. Album der Band und zugleich das ehrlichste. Freut euch also auf intensives Hörvergnügen mit Matt Berninger und Kollegen. So, die letzte Veröffentlichung, die ich jetzt hier ankündigen möchte, beziehungsweise die ist schon veröffentlicht und zwar am 10.05. Kill Your Boyfriend. Ja, Kill Your Boyfriend wurden Anfang 2011 als Seitenprojekt von Matteo Scarpa und Marco Frontolan gegründet. Ja, ersterer am Mikro und dem Synthbass, zweiterer an der Gitarre und der Drum Machine. Als erstes Ergebnis wurde schon bald eine Promo-EP in Eigenregie aufgenommen und gemixt. Ihr erstes Album konnte sofort einige Erfolge verbuchen und die Band wurde zu wichtigen Events und Festivals an bekannten Locations in Norditalien eingeladen. Bald stieß Roberto Durante an den Synths zu den Jungs hinzu und im Oktober 2012 nahmen sie 6 neue Tracks im Cheap Studio in Treviso auf. Ja, während es scheint, dass das erste Album eher aus direkten und instinktiven Sounds und Atmosphären besteht, haben sich dieses Mal dazu entschieden, von neuen Instrumenten, so also zum Beispiel Hammond-Orgeln und echte Percussions zu profitieren, um ein anspruchsvolleres, weiteres Soundspektrum zu kreieren. Jacques und Xavier von der vorherigen EP sind Teil des neuen Werks, da sie bereits sehr nah am heutigen Sound der Band sind. Nicolas Manzan, der die Aufnahmen abmischte, war in der Lage, die exakte Essenz des Sounds nach der Kill Your Boyfriend bereits beim ersten Album suchten zu finden. In Kooperation mit dem Label Syrac veröffentlichten sie nun ihr erstes offizielles Album im späten Frühling 2013, während sie bereits eine Tour auf den besten Bühnen Italiens und im Ausland planen, die zugleich den Schlagzeuger Antonio Angeli als festes Mitglied vorstellt. Nun kommen wir wieder zu den Partyhinweisen. Schwarzes Leipzig tanzt. Das WGT Pre-Opening möchte ich jetzt ankündigen und zwar am 16.05. in der Moritz-Bastei in Leipzig. Wie jedes Jahr findet auch in diesem Jahr die große WGT Pre-Opening Party in der Moritz-Bastei zu Leipzig statt. Und wie immer bietet das Team von Schwarzes Leipzig tanzt so einiges. Ja, zur 20. Ausgabe gibt es für euch Controlled Collapse, Karthagon, Amnistia, Radioactivists live auf der Bühne. Auf 4 Floors könnt ihr zur Musik aus der Konserve schon mal eure Tanzmuskeln für das WGT aufwärmen. Einlass ist um 19 Uhr, Ende circa 5 Uhr. Eintritt 9 Euro mit Konzert, 5 Euro ohne Konzert. Studenten und XXL-Mitglieder erhalten hierbei Ermäßigung. Inhaber einer WGT-Karte haben freien Eintritt. Ja, Versus werden 11 Jahre alt, kann man so sagen. Am 24.05. in der Musikkneipe Das Boot in Hoyerswerda, Johann Sebastian Bach Straße Nummer 17. An diesem Abend feiert die Band Versus, wie ich gerade sagte, sein 11-jähriges Bühnenjubiläum. Das erste Konzert war als Vorband für Days of Fate und an diesem Abend steht die Formation selbst als Headliner auf der Bühne. Ihre Freunde von Kaiseron und Austerity Complex unterstützen sie im Vorprogramm. Feiert mit den Ahoi
Pop-Künstlern bis in die frühen Morgenstunden. Der Beginn ist im Übrigen um 20 Uhr. Hier noch einmal auch Informationen zum Blackfield Festival 2013. Am 28. bzw. vom 28. bis zum 30.06. gibt es das Blackfield Festival im Amphitheater in Gelsenkirchen. Wir hatten ja bereits mehrfach darüber berichtet, dass das Blackfield Festival in diesem Jahr das erste Mal an drei Tagen stattfinden wird. Da es aber wieder nur eine Bühne geben wird, habt ihr die Chance, wirklich jeden einzelnen Auftritt mitzuverfolgen. Auf der Homepage des Festivals unter www.blackfield-festival.de könnt ihr bereits nachlesen, welche der 26 Bands an welchem Tag auftreten wird. Omnia mussten aus persönlichen Gründen leider absagen, aber mit Godex wurde schnell Ersatz gefunden. Mittlerweile steuert das Festival wieder auf die Marke Ausverkauf zu, denn das letzte ein Drittel des Kartenkontingents ist bereits angerissen worden. Holt euch euer Ticket also schnell. Das Team von Unart wird wie immer für euch vor Ort sein. Also lasst uns gemeinsam in Gelsenkirchen feiern. So, wir kommen zu der letzten Information. Das ist die Gamescom 2013 vom 21. bis 25.8. in der Messe Köln. Ja, wie ich schon jetzt gerade erwähnt hatte, auch in diesem Jahr findet die größte Messe für interaktive Spiele und Unterhaltung in den Messehallen in Köln statt. Am ersten Tag haben wie immer nur die Fachbesucher und die Medienvertreter Zutritt zu den Hallen. Ab dem zweiten Tag ist dann aber auch für die zahllosen Besucher geöffnet. Im vergangenen Jahr waren über 275.000 Besucher und 600 Aussteller aus 40 Ländern zu Gast. Mal sehen, ob es in diesem Jahr die Zahlen oder ob man in diesem Jahr die Zahlen toppen kann. Die Entertainment Area in den Hallen 6 bis 10 lockt wieder mit vielen neuen Games, die vor Ort ausprobiert werden können. Natürlich gibt es Live-Wettkämpfe, wo Pro-Gamer und auch Hobbyspieler können unter Beweis stellen, können sowie müssen. Ein Cosplay-Wettbewerb ist auch wieder vorgesehen, also bastelt eure Kostüme und seid dabei. Das Rahmenprogramm ist außerdem sehr vielfältig. Fun-Sportarten zum Ausprobieren, eine Chill-Out-Area zum Ausruhen, ein Hochseilgarten, ein Strand, Festivalmusik und. Also eine ganze Menge. Es wird also mit Sicherheit nicht langweilig. Die Öffnungszeiten sind mittwochs von 9 bis 19 Uhr, donnerstags bis samstags 9 bis 20 Uhr, Sonntag 9 bis 18 Uhr. Es gibt Tages-, aber auch natürlich Dauerkarten. Alle genauen Informationen könnt ihr auch nochmal nachlesen auf www.gamescom.de. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Zeit. Ja, wer auf dem WGT da sein wird, ich werde auch vor Ort sein. Also man sieht sich, vielleicht trinken wir auch das eine oder andere Getränk zusammen. In diesem Sinne, passt auf euch auf, gehabt euch wohl. Tschö, tschö, bye bye und au revoir.